So, wunderschöne Grüße. Ich grüße euch zum 5. Teil von House of Ashes, Dark Picture. War lange her, bis dazu mal, wo ich den nächsten gemacht habe. Und jetzt bin ich wieder recht geil drauf. Und wieder heiß drauf und wieder motiviert. Jo, in der Ruine sind wir jetzt gekommen. Die Gefahr ist groß. Die Monster sind da. Aus dem ägyptischen Zeitalter oder was es auch immer war. Keine Ahnung. Das ist ja gerade mal, ich glaube, in Polen oder Tschechien oder in der Kasse. Wisst ihr gar nicht, wo das jetzt ist. Gut. Würde ich sagen, rücken wir jetzt vor. Aber hier auch den Generator. Alles klar. Welchen Generator? Ah, da ist der Hauptsitz von dem König. Das soll also Saddams Chemiewaffendepot sein. Lauft um euer Leben, wir sind verloren. So viel zu Erics. Protegiertem thermischen Satellitensystem. Eric muss uns ein paar schwierige Fragen beantworten. In seiner Haut will ich nicht stecken. Das ist der Tempel vom ersten Teil. Wo der die Götter beschworen hat. Oder was Götter, vielleicht ein Teufel auch. Da ist der Generator. Man weiß es nicht. Sehen wir mal nach. Gut, gehen wir erstmal zum Generator. Mal testen. Was los ist. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Schon dabei. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Sabotage? Jemand, der Licht nicht ab kann. Halt Ausschau. Da steht was? Wer? Ah, shit! Schluss mit dem Quatsch, beeil dich! Sieht das hier etwa noch krass aus? Wow, es geht wieder. Wunderbar. Passt auf, ihr werdet beobachtet. Augen auf. Dropkick hier, Mailman, 2-1 Actual. Wir gehen weiter rein. Over. Verstanden. Vorsichtig da unten. Dropkick out. Finde den Eindringling, durchsuche die Ruinen. Okay. Wie kann ich zielen? Ah, Taschenschlampe. Da war was. Ah, das warst du, Alter. Sag mir doch Bescheid. War schon ein wenig erschrocken. Willst du was da? Nö. Hier lang. Doch. Vorsicht, Vorsicht, seht ihr das? Fuck. Sei vorsichtig. Stolperdraht. Nicht nur das, Stolpergranate. Geräumt. Seht einfach aus. Geile Sau, Junge. Du bist der Held. Gegenexplosion? Nee. Nee. Ich muss nur den Draht kappen. Wohl der, der auf Eric geschossen hat. Der Mistkerl verfolgt uns. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Hier Dropkick. Wie läuft das Callcheck? Ihr Freund hat eine USB-V dagelassen. Uns geht's gut, aber halten Sie die Augen offen, falls da noch mehr Liebesbriefe sind. Over. Verstanden. Bin unterwegs, Dropkick out. Er ist unterwegs. Musstest du ihm vom Stolperdraht erzählen? Natürlich. So, wir haben unser Team 2. April 46 zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand unleserlich Crow.
Die Bulldogge von Omaha Beach. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich in einen levantinischen Club für Geld prügelte. Crow Wow. 21. Oktober 1946. Crow war der Erste im Grab. Eine Ehre, die er mit Bessie, seinem verdammten Maschinengewehr, teilte. Die Waffe war ganz schön widerspenstig, aber sie schien die Fellahin beim Graben zu beruhigen. Der Ort wurde seit Jahrhunderten nicht betreten. Er ist nicht die letzte Ruhestätte von Alexander dem Großen, sondern vielmehr ein Tempel eines noch älteren Gottkönigs, nämlich des akkadischen Despoten Naram-Sin. Wir haben uns zwar geirrt, aber Lady Bradshaw bezeichnet das Grab trotzdem als ein Jahrhundertfund. Eine Entdeckung, mit der wir in die Annalen der Geschichte eingehen werden. Wenn ich mir diese ehrfurchtgebietenden Hallen so ansehe, bezweifle ich das nicht im Geringsten. Sehr interessant, sehr interessant. Haifa haben wir eine Assistentin, die allzeit wissensdurstige Aline Chorni aufgesammelt. Unleserlich bestand auf der Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers Alice von Wheaton, ein Archäologen, der... Nein, vergiss es, ich will lesen. Ein Archäologen, dessen schlechter Ruf unleserlich. Da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir in den Libanon... Oh mein Gott. Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach unleserlich. Okay, alles unleserlich. Also die haben wir zugenommen nach unleserlich. Gut, fighten wir uns nach vorne. Also einer meiner Leute hält einen von diesen Leuten auf. Siegopfer. Naja, wissen wir, das ist teuflisches Saatgut. Wo bin ich jetzt hergekommen hier? Warte mal. Gut, gehen wir jetzt einfach mal da rein. Ich weiß es auch nicht, wo lang. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt hier, dass wir hier richtig sind. Jumpscare? Gut, ist schon mal nicht. Ach komm, jetzt muss ich nicht wegen sowas zurück. Boah. Freund, Junge. Du kannst mich doch nicht schon mal erschrecken. Da es schön gelaufen ist, werden wir jetzt den Ausgang suchen. Gefunden. Er könnte uns unten auflauern. Wir müssen stark sein. Ist das Joey? Er lebt noch. Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel, aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. Eine Falle. Vielleicht auch nicht. Wir lassen keinen zurück. Semper Fi. Semper Fi. Hey,
Erzähl mir mal jemand, was hier abgeht. Wir hörten Joey im Tunnel. Komm, der. Es war Joey. Er war es bestimmt. Wir werden ihn retten. Denken Sie daran, dass ich hier entscheide. Ich gehe vor. Tja, mutig ist er ja, gell? Widerstand, du bleibst besser hier. Selbstbewusst, ich gehe vor. Nichts sagen. Lass ihn gehen. Ah, willst du? Bestimmt nicht ohne mich. Ja, ich glaube, dass ich das abprobieren soll. Na gut, dann ist es doch nicht so. لازم اقول له لا اتخانق لوحده مش اتخانق معاك لازم يكون في طريقه تانية من هنا لازم يكون في طريقه تانية اه ده اساس بطه wollte nicht weiter gekommen da wartet was jetzt muss ich hier noch spielen wa shit So ein Blödsinn. Dor? Dor was? So, wie macht man hier Feuer hinein? Halt. Das ist der, der wohin zugreifen wollte. Der hat es doch nicht so richtig überlebt. Salami. Nee, Salim. Genau. Klopft den Scheiß weg und dann gucken wir euch nach, was es hier los ist. Drecksvieh! Gibt's doch nicht. Geh ins Licht, geh ins Licht! Geh ins Licht! Geh ins Licht! Hölle. Wie kann man so tief fallen, Mensch? Kill, kill, töte es! Du warst tapfer, ey. Hätte ich gedacht. Ich dachte, er überlebt's nicht. Aber dass gleich so ein Vieh ausnockt? Wahnsinn. Finde ich geil. Ein Amerikaner. Scheiße, die Amerikaner, ey. Du hast andere Probleme. Klar, das größte Problem sind immer die Amerikaner. Aber nicht hier, in dem Spiel. Hier wollen sie nur die Helden sein. Da wartet was. Da drüben!
Scheiße. Naja, alles trifft sich zusammen. Sorry, ich weiß nicht, wo ich hinlaufe hier. Total der schwarze Tunnel. Kein Licht. Tiefe 153 Fuß. Okay. Jetzt kommen die Amis. Gut aufpassen. Hörst du Joey noch? Nein. Hier ist Mailman 21 Action. Joey, hörst du mich? Bitte komm, over. Ich wollte gerade sagen, die Ecke kommt mir sehr bekannt vor. Da ist nämlich der Typ von runtergefallen, ne? Ist Joyce. Es steht schlecht um ihn. Wir müssen uns beeilen. Sie waren bei Lance Corporal Gomez, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Nicht so laut, Colonel. Die Biester sind hier. Hey, Schluss, Marine. Der hat recht. Oder macht sie paranoid. Nein, der hat recht. Nichts außer den Irakern. Sie werden schon sehen, Colonel. Sie finden es schon raus. Genau. Halten Sie mich für dämlich? Mhm. Sie hacken auf mir rum, seit ich in Campslayer ankam. Das ist Schwachsinn. Da lebt ja auch deine Frau. Und du nimmst sie gerade wieder weg. Wissen Sie, für jemanden, der seine Frau verloren hat, benehmen Sie sich wie ein echter Arsch. Jetzt passiert's. Sagen Sie das nochmal. Hab ich doch gesagt. Ganz ruhig, Mann. Statt mir nicht zu. We love to entertain you. Drogen, verdammt? Sie wissen nichts über mich und Rachel. Oh doch, mehr als du denkst. Da weiß ich nur, er liebt sie sogar. Waffen prüfen. Nichts dem Zufall überlassen. Wo ist da unten? Corporal Gomez, hier Dropkick. Hören Sie mich, over. I come. Natürlich nicht. Kommt man hier hoch, jo? Wir sollten nicht hier sein. Das stimmt allerdings. Was bist du? Konzentrier dich. Lass dich nicht irre machen. Ich will das Ding haben. Aufpassen. Wie komme ich jetzt hier hoch? Kannst du mir helfen, Junge? Konzentration. Ja, was? Und aufpassen jetzt. Auf was? Wo ist er hoch? Gar nicht. Lass dich ja nicht irre machen. Das ist der Helm. Stimmt, von den Kollegen. Stimmt ja. Jo, jetzt müssen wir euch wieder mal da hochkommen hier, oder?
Mailman 2-1 Actual an alle. Funkcheck. Over. Funkcheck. Ah, es geht kein Weg hoch. Kann nicht schießen. Geht gar nichts hier. Ja. Auf wen warten wir jetzt? Tja, wo lang? Gut, sind wir hier falsch, würde ich sagen. Weil hier geht ja nichts, ne? Ich muss Ihnen nicht Ihren Job erklären, aber Sie werden sowieso. Hallo. Nochmal prüfen. Da geht's nämlich weiter, genau. Da geht's weiter. Wie tief ist das Scheißloch? Immer tiefer, immer tiefer. Ich habe im Tempel gesehen. Sie sind wohl durch das Beben entstanden. Los, gehen wir weiter. Willst du nicht runter oder was? Ja. Yeah. Wir kennen nun den Gegner. Augen auf, wachsam sein. Gut, wir kennen den Gegner. Gut, ich habe gedacht, wir können nur runtergehen, aber ist nicht so. Kommst du jetzt mit, Detlef? Ah. Blatt. Ist das Blut? Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Seid aber nicht von vor 300 Jahren. Dafür ist das Blut zu frisch. Die Vergangenheit. Sie gewährt euch Einblick. Vielleicht ist er nicht allein. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Bleiben wir zusammen. Nein, schneller. Joey braucht uns jetzt. Beeilen wir uns. Joey, bist du das? Langsam weitergehen. Scheiße. Scheiß Colonel. An Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier, Mailman 3, an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Mailman 3, am Dropkick. Colonel, sind Sie da, over. You are alone. Oh nein. Thank you.
Das auf sich auf. Du bist das nächste Ziel. Wow. Nick, Sandhöhlen. Da vorne, da ist ein Dämon. Du tust genau, was ich sage, oder bei Gott, ich verfüttere dich an das Ding. Fledermäuse. Sie hören dich, sie jagen dich. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Wie alle Lebewesen können sie getötet werden. Ein Pflock ins Herz. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Track, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen. Okay? Vertrau ihn. Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Bin bereit. Dann mal los. Genau. Es wird heiß, es wird spannend. Was passiert jetzt? Scheiße, habe ich getroffen. Nur zusammen schafft das raus. Nur zusammen. Ich habe schon Schlimmes gesehen. Und das war gerade der Beweis. Aber das tappt alles. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Keine Ahnung, was sie sind. Ich will hier weg. Ich sollte bei meinem Sohn sein. Du hast recht. Familie ist alles. Ich sollte gar nicht hier sein.
Egal wie verschieden man ist. Geburtstag. Oh Mann. Aber wir haben alle was gemeinsam. Du solltest echt nicht hier sein. Wie alt? Noch ein Kind, aber alt genug, sich für einen Mann zu halten. Gerade 18 geworden. Wow. Großer Tag. Großer Tag. Pass auf. Das beste Geschenk, das du ihm machen kannst, ist heute heimzukommen. Nur deshalb habe ich nicht aufgegeben. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nick Kay, Sergeant. Salim Othman, Lieutenant. Iraker Armee. Hier ist Mailman 21 Actual an Mailman 3. Hörst du mich? Over. Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Ist es sein Licht? Versteck dich. Los. Los. Ich gehe nochmal sicher. Mein Gott. Sie hat recht. Was zur Hölle ist das? Geht dir der Arsch auf Grundeis, was? Scheiße, Nick. Du hast das Vieh allein gekillt? Sergeant Kay. Alles klar? Hey, Vorsicht! Der Iraker, er ist hinter uns. Wir können ihn gefangen nehmen, aber dann schnell. Waffe fallen lassen! Wow, jetzt habe ich noch mal richtig geil verraten. Du machst einen schweren Fehler, Soldat. Weg mit der Waffe, sofort! Nein. Erst ihr, dann aber ich wurde dir auch verraten. Waffe runter oder wir schießen! In der ersten Folge. Ich sagte sofort runter mit der Waffe! Lass mich doch nicht von einem schießwütigen Ami abknallen! Komm, da kann ich tot sein. Scheiße. Einfach tot. Wir können ihn nicht hier lassen. Wir müssen zum Tempel zurück. Ja, warum ich den Iraker verraten habe, da ich den Ami spiele, möchte ich zeigen, was der Ami eigentlich war, scheiß Verräter ist. Besser kann man es nicht vorzeigen. Gleich knallt's. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Düster, rechne mal lieber nicht damit.
Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Genau. Wie Freundschaft. Was halten, was man nicht halten kann. Das ist beeindruckend. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Das ist ein Problem. Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Ist richtig. Geht es um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Ja, genau so ist es. Der Tod des Mädchens macht dir zu schaffen, Kumpel. Ja, verdammt nochmal, tut er. Geht dir das gar nicht nah? Weil er noch Gefühl hat. Wohin hast du diesen Hirten erschossen? Den starken Mann zu markieren, wird das nicht wieder gut machen. Wir müssen noch die Ostflanke sichern. Augen auf. Gehen wir. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren. Kommen Sie wieder. So, sichere den Tempel. Das heben wir uns für später auf. Ich nehme mal kurz mit rein, um mal anzuschauen. Ah, kommt mir sehr bekannt vor. Das war mein ersten so nah war ich der Hölle noch nie. Stream-Aufnahme, wo sie noch gekämpft haben gegen das Vieh. Gut, würde ich mal sagen, lassen wir es halt mal. Der Gestank des Todes unleserlich und überall lagern unleserlich über uns und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass unleserlich hier herunterwarfen, nachdem unleserlich ausgebaut worden. Diese unglückseligen Wanderer tun mir leid. Die Angst, die sie ungeleserlich, doch das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches unleserlich. Als Marie fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit dem Dynamit. Sie meinte, sie wollen es herausfinden. Unleserlich. Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Ja! Ja! What happened? Mehr Schrott. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Das ist schön. Sieh dir die Gravuren an. Mhm. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Krone hilft uns vielleicht raus, oder? Es hilft uns raus.
Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Feminin wie die Seiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Du, Quadrate die Minen. Befehl, Vorsicht, lege die Minen zu Ende. Wir brauchen die größte Wirkung. Quadrate die Mitte des Korridors. Könnte ich lange nachdenken hier. Machen wir das Beste draus. Über Entscheidung. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesen Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich hab sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Die Dämonen da unten töten dich. Aber die hier drin fressen dich von innen heraus auf. Lass es hinter dir, Mann. Ich mein's ernst. Ja, du blickst also nach vorn. Ja, tu ich. Das tu ich tatsächlich. Ich kenn dich zu gut. Wenn du lügst, sagst du es immer zweimal. Einmal zum Austesten, einmal für den Nachdruck. Niki, komm schon. Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Jetzt kommt's raus. Das Verhältnis. Scharf. Stell eine Kamera auf, dann Rückzug. Rachel. Quatsch, sie lebt noch. Geil, die ist in der Hölle. Eric? Eric? Wo bist du? Krass, Rachel lebt. Übertroffen, Schatz. Nick? Jason? Vorsicht, da kommt was. Nee. Und das heben wir uns für später auf. Und ich sage jetzt ciao. Und freue mich auf die nächste Folge, weil das ist richtig spannend, ey. Cool. Und jetzt muss ich mal herausfinden, wie ich rauskomme. So, finde einen Verbündeten, entkomme aus dem Abgrund. Zurück zum Hauptmenü.
Aktuelles Ziel. Genau. Rachel lebt und das ist geil. Da gibt es auch schön Fight zwischen den beiden Amis. So, falls euch das Video gefallen hat, hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und es wird auch immer spannender, gefährlicher und eifersüchtiger. Haha. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tag, Nacht. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Dann ciao, ciao.